Moskauer Besprechungen über Deutschland und Berlin wurden in dieser Woche unterbrochen, um es den vier Militärgouverneuren zu ermöglichen, einen Spezialbericht über Berlin auszuarbeiten. Zum ersten Mal seit 5 Monaten trafen General Clay, General Robertson, General König und Marschall Sokolowski mit ihren Sachverständigen im Kontrollratsgebäude zusammen. Die Vier-Mächte-Stadt hat damit wieder ihre gemeinsamen Vier-Mächte-Beratungen. Weniger gemeinsam war es kurz zuvor auf dem Potsdamer Platz, als die Berliner Konsumgenossenschaften hier eine Kundgebung veranstalteten. Der offizielle Vorwand: Kampf gegen den schwarzen Markt. Der wahre Grund: Kampf gegen den legalen Berliner Magistrat und die westliche Politik. Wie gewöhnlich hatten die Ostbetriebe ihre bewährten Abordnungen eingesetzt und wie gewöhnlich brachte die kommunistische Presse am nächsten Tage auch ihre bewährten Schlagworte. Sie sprach von einer machtvollen Demonstration, von einer eindrucksvollen Kundgebung, die ohne Zwischenfälle verlief. Es war die gleiche Methode, wie sie die SED am Tage vorher anwandte, als sie vor dem Stadthaus einen Putschversuch gegen die rechtmäßig gewählte Stadtverwaltung unternahm. Auch hierzu mussten Angehörige der Ostbetriebe freiwillig erscheinen. Aber der Magistrat war auf der Hut.